Kapitel 10 – Der Weg der Rosen. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Rosen, ja, da ist auf jeden Fall erstmal was, was wir nehmen können. Hallo, wieso duckst du dich? Verschlossen. Ja, das dachte ich schon, deswegen habe ich das als erstes probiert. Riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Naja, einige sind noch hier. Aber nicht mehr wirklich viele. Wenn das jetzt so richtig schön voll wäre, sieht das richtig, richtig geil aus. Wahrscheinlich haben die Bücher dafür benutzt, überall die Feuer zu machen. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Oh, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt, ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Okay, einer ist jetzt noch da. Der hat einen Helm auf jeden Fall auf. Ich hoffe, es ist nur der eine. So, haben wir hier noch irgendwas? Da hatte ich doch irgendwas noch blinken sehen. Aber das war da hinten, ne? Ich könnte jetzt theoretisch an ihm vorbei. Keine Ratten. Oh, ist ja schön. Merkwürdig. Oh, ich habe genug. Okay, Moment. Nehmen wir das doch noch mit. Hallo. Ach, der hat gar keinen Helm auf. Ah. Okay, Moment. Dann setze ich mich mal ein bisschen in eine bessere Position rein. Was? Ist doch keiner da. Ich meine, ich schleiche trotzdem vorsichtshalber mal, aber... Hier ist auch nichts mehr. Ja, natürlich kommst du da nicht durch. Hier ist auch nichts. Wir wollen ja jetzt nichts hier irgendwo liegen lassen oder so. Ich schätze mal, ich habe sowieso auch jede Menge Geheimnisse schon gar nicht. Aber gut, das ist nun mal so, wenn man das erste Mal ein neues Spiel spielt. Ah, Moment, das Ding kann ich verschieben, um wohin zu kommen. Da ist auf jeden Fall noch was am Blinken. Okay. So, wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich da oben hin. Oder? Hm, gute Frage. Nächste Frage. Hier ist nämlich keine Markierung, wo ich hoch soll. Ich meine, ich kann das Ding jetzt dahin fahren, aber ob mir das jetzt wirklich was bringt? Also ich denke mal, dass ich oben durch die Tür durch muss, aber... Ja. Ich könnte natürlich auch erstmal versuchen, durch die Tür zu gehen unten, aber ich denke mal, die ist verschlossen. Oh, von der anderen Seite verschlossen. Ja, was auch sonst.
Gut, geh mal weg da. Ach, du hast noch was für mich? Danke. Ja. Ich weiß es nicht, wo ich hin soll. Keine Ahnung. Das Problem ist, wie gesagt, hier ist nirgendwo eine richtige Markierung. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt eine Markierung ist. Wenn ich das da drunter schiebe, bringt mir das doch nichts mehr. Ja? Nein? Du sollst das Ding drehen? Genau. Und ein Stückchen zurück. Und nun? Kann ich das hoch? Nee, kann ich natürlich nicht. Weil ich wahrscheinlich nicht an der Position bin, wo ich hin soll. Das Problem ist nur, wie gesagt, da hinten ist was offen. Das wäre ein Versuch wert. Ach, dann gehen wir halt dahin. Komm, fahr. Fahr das Teil. Und wenn du hier alles umwirfst, fahr. Jetzt habe ich das A. Okay, gut, sehr gut. Und Alchemist, habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem ein. Das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Okay, die Frage ist jetzt... Ob ich die jetzt da unten, da kommt jetzt gerade keiner hoch, ne? Ob ich die jetzt da unten besiegen soll, ob ich den Typ überhaupt besiegen kann, das ist natürlich auch noch die Frage. Oder ob ich den von hier oben irgendwie wegklatschen kann oder so. Er hat jetzt nur so eine Kapuze oder sowas auf. Ich denke mal, ich muss sie auf jeden Fall wegklatschen, wobei der Typ jetzt hier oben steht. Hier vorne. Ich versuche es erstmal von oben. Kannst du vielleicht auch mal in die Richtung gehen, in die ich gucke, oder? Jetzt muss er natürlich gerade jetzt nach links gehen. Das war so klar. Ich habe den mitten am Kopf getroffen und der hat das nicht gemerkt, oder was? Will der mich verarschen? Was war das? Ich glaube, er kommt hier. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Hey, ihr da! Nicht bewegen, ich mach's gleich. Ich mach's auch schnell. So, wo ist der andere Typ jetzt hin? Das war jetzt der Typ, der hier rechts stand. Das heißt, der andere ist dann um die Ecke. Okay, habe ich denn noch? Oh, ich habe zwei. Gehst du darauf? Los. Stellen wir mal lieber eins noch mal her. Wenigstens ist dieser komische Priestertyp jetzt tot. Wo ist der hin? Leute, ihr habt doch auch gesehen, dass ich den gerade getötet hatte. Das gefällt mir jetzt gerade so gar nicht. Ach, hier liegt er. Oh, ich dachte schon. Der hat aber nichts für mich. Okay. Ist noch irgendwas hier, was am Glitzern ist? Da hinten. Ich das noch eben mit. Na komm schon. So. Hier ist nichts mehr, so wie es aussieht. Okay. Wenigstens kommen die verfluchten Ratten. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich sag's dir, das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband, sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Ach, da ist der andere. So eine brillante Idee des Alchemisten. Oha. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Was war denn das? Geh! Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Tja. Ach so, ich dachte, ich muss hier rum. Mist. Ah, da sind sie ja. Ah, da sind Ratten. Ah, okay. Ich werde angegriffen! Komm zurück! Feige Hunde! Nein! Wenn ich die Ratten benutze. Okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Und ich werde jetzt sterben. Was soll das, Raumgehampel? Ha? Verdammt! Das ich hatte nichts mehr, um mich zu verteidigen anscheinend. Okay, aber ich weiß jetzt zumindest, wie es geht. Ich muss die Ratten erstmal rauslassen, verstehe. Okay, also war gar nicht mal so schlecht gedacht. Oh, ich stehe schon direkt hier vorne. Ich sag's dir, das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband, sein Lieblingsgeschmack. Das Buch, wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Was soll dieser ganze Lärm?
Okay. Nichts. Ah, da sind sie ja. Der sieht mich wahrscheinlich nicht, aber da muss ich echt mit aufpassen. Ja, komm, dreh dich um und geh wieder. Na los. Ich habe nämlich keinen Krug mehr. Zackig. Ist auch kein Krug mehr oder so, ne? Doch, da wäre noch einer. Nee, das sind Steine, glaube ich. Ja, los, geh schon. Du Blödmann. Bewegst du dich auch noch mal? Hallo. Muss ich dich jetzt doch töten, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann doch nicht die ganze Zeit hier stehen bleiben. Ja, das sind Steine. Ich kann auf jeden Fall keinen Krug mehr benutzen. Junge, geh doch einfach mal nach drüben. Du warst doch eben auch drüben. Oh, ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Wenn ich den jetzt aber angreife, kommt der andere Kerl auch direkt hinterhergelaufen. Das habe ich ja schon gesehen. Ja, kann ich mir die Ratten wohl eher nicht zunutze machen. Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Wobei... Das könnte ich nochmal machen. Und das andere... Achso, das war das, was die eliminiert. Genau, aber mache ich jetzt trotzdem noch mal eine. Falls ich das mal brauche. So, okay. Was? Da drüben? Wachen! Dein Geräusch. Kam es von Arzt, was bewegt, glaube ich. Steht da nicht auf. Los, steh auf, steh auf! Ich... Ja, so geht's auch. Okay, dann lasse ich die Ratten mal da, wo sie sind. Eigentlich war das ja anders geplant. Achso, das kann ich jetzt wieder nicht. Moment. Achso, da... Ups, da darf ich nur 10 von nehmen. Okay. So, war jetzt hier noch irgendwas am Blinken? Das war aber auch bescheuert. Die ganze Zeit steht er hier in der Ecke. Dann habe ich das genutzt, um den abzulenken und dann geht der nicht mehr zurück. Also irgendwie, weiß ich nicht. Dieses Ding, wird es am Ende alles bedecken? Was für ein Ding? Oder redet ihr jetzt von ihrem Bruder? Das kann natürlich auch sein. So, Moment, da ist eine zugeschüttete Tür, da können wir noch lang. Ist hier noch irgendetwas, was blinkt? Nichts, was blinkt, aber was Geräusche macht. Das finde ich jetzt gerade gar nicht gut. Na los, beweg dich, Lied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei.
zu viele Wachen. Hm, den Fehler mache ich nicht nochmal, das stimmt. Wie haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Okay, aber ganz ehrlich, ich will nicht gegen den mit dem Schild antreten. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn ich was zur Ablenkung hätte. Was ich natürlich nicht habe. Ich kann auch nichts kaputt machen oder so. Also, sobald ich nach rechts gehe, werden die mich vermutlich sehen. Hinten sind Ratten, die aber anscheinend gefangen gehalten werden. Kann das sein? Wenn ich mich darüber schleichen könnte. Ich kann es mal ausprobieren. Ah, da ist auch noch was ich eigentlich dringend brauche. Aber der guckt so doof hier rüber. Die gucken natürlich jetzt beide hier rüber, was natürlich jetzt nicht vorteilhaft ist, wenn ich mich darüber schleichen möchte. Ich würde normalerweise sagen, ich müsste mich auf der anderen Seite rüberschleichen, hinter deren Rücken. Aber ob ich das schaffe, ich weiß es nicht. Das sind Steine. Also Leute, ich werde wahrscheinlich jetzt bei dem Versuch sterben, gehe ich mal von aus, aber ich versuche es trotzdem mal. Oder auch nicht. Okay. Sein soll. Was? Zeit zu sterben hier. Das wird kein gutes Ende. Nein, wird es nicht. Zumindest für dich nicht. Aber... ich denke mal, ich muss das jetzt erstmal wieder zurück machen. Weil die mich ja sonst gleich angreifen werden. So. Die Frage ist jetzt nur, was muss ich jetzt machen, beziehungsweise wo muss ich jetzt hin? Ach, das ist eine Tür, okay. Okay. Gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Da war doch da. Ist noch was, was leuchtet, genau. Aber es ist eine richtige Ruine hier. Da haben sie wirklich recht. Ah, Moment, da ist... ah, sehr gut. Was nicht so gut ist, dass es hier so dunkel ist. So, das kann ich jetzt wieder nicht. Okay. Mal schauen, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Munitionstasche könnte ich. Somit die Höhe der Kapazität. Das wäre für mich jetzt eigentlich recht wichtig.
Kleine flache Holzteile trennen die verschiedenen Komponenten im Behälter, sodass sie länger unvermischt bleiben und eine höhere Wirkung entfalten können. Verlängert die Wirkdauer. Ach so, okay. Das hört sich natürlich auch nicht schlecht an. Mit besseren Werkzeugen kann Amika wirksameres Ignifer herstellen. Dank der verbesserten Mixtur ist es schlagkräftiger und knistert stark beim Brennen. ich würde normalerweise sagen, erstmal die Munitionstasche. Das Problem ist... Oh ne, ich brauche nicht für alles dieses Wasser oder was das ist. Aber vom Leder bräuchte ich mehr. Ja, also ich mache mal erst die Munitionstasche. Das sollte mir die Sache erleichtern. Okay, das Werkzeug kann ich trotzdem machen. Dann würde ich sagen, dass ich das Werkzeug jetzt auch eben mache. Das sieht schon viel besser aus. Okay, gut. Dann kann ich jetzt hiervon auch noch was nehmen, nehme ich an. Ja. War hier nicht auch noch irgendwas? Super. Hier lag nichts mehr, ne? Okay. Gut, dann geht's weiter. Oh Mann. Über unseren jungen Ygote ruhen? Senor Nicholas ist weiterhin auf der Suche. Gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort!